ist ein Lastziehen. Klavier oder wie? Das war ja so normal. Das war's nicht. Ja. Die müssen den Finger vor der Linse wegnehmen. Danke. Okay, tschüss. Okay. Ich habe viel schlimmere Sachen schon vor. Nee, Hähnchen. Ich habe angefangen als Hähnchenverkäufer 1960 auf der Grünwoch. Da kriegen wir 20 D-Mark pro Tag und da haben wir hunderte von Hähnchen verkauft. Und wenn das Geschäft nicht lief, da war der Besitzer des Hähnchenstandes. Ja, aber das war der Grundlehrgang. Ja, der Besitzer des Hähnchenstandes, der war quadratisch, der war so breit wie hoch. Und wenn keiner vor dem Stand zum Stand kam, um Hähnchen zu essen, nahm der sich ein Hähnchen und stellte sich so dahin und saß hier. Und sofort standen 10 Leute da. Ja, und ist das Spitze? Ja. Seitdem weiß ich, wie man verkauft. Das war doch die Grundlage für eine solche Karriere Ihres Mannes. Wie hätte der nachher Politik verkaufen wollen, wenn ich so ein Hähnchenverkauf verstanden hätte? Würste habe ich auch auf der Kirche. Mundgerecht machen, ne? Ja. Das war die Politik. Und vor allen Dingen auch diese. Journalist. Ja, und einfacher Gedanken, sagen wir mal. Wir haben die Würstchen eingekauft für die Kirmes für 25 Pfennig im Bogen bei Oma Döninghaus und haben die verkauft für 1,25. Das war. Und da sagt der Mensch im Ruhrgebiet, wovon die 3% leben. Es gibt doch den Grund, dass man die Studenten macht, die als Aushilfe. Das stimmt. Werkstudenten. Nein, auch das ich auch. Auf Leute zuzuhören. Ich kann eine Zeit lang ins Ruhrgebiet, ich bin aus Düsseldorf, aber ich kann eine Zeit lang ins Ruhrgebiet. Ich habe als Student auch so als Aushilfsfahrer gearbeitet. Bei der GEG Großeinkaufs-, also Konsumgenossenschaften. Ja. Und da kam ich quer durchs Ruhrgebiet. Da hat man die Mentalität so richtig mitgekriegt. Ich muss ja verkaufen. Ja. Ich hatte dann so Kollegen dabei, das waren so Metzger, solche Bullen und ich als schmale Figur dabei. Und dann fragten die Verkäufer schon mal, was macht der denn? Das ist bestimmt kein Metzger. Der studiert Theologie. Ach du Liebe! Ich höre noch die Schreie. Ja, ja. Ach du Liebe! Verdient der Nägel. Brotlose Kunst. Ach du Liebe, der nicht hier so schön Laden. Du Hammer! Der wäre Pfarrer. Das war also helles Entsetzen. Ja, aber der lernt natürlich den Umgang auch mit solchen Leuten und für Politiker noch. Oder als Journalist war das ja auch eher so. Ich möchte als Politiker das machen, zu verkaufen. Ich war ungenießbar, aber man muss es ja an die Personen bringen. Ne? Ja, ja. So, jetzt gehen wir in Halle. Das andere Thema ist denn zu schreiben. Vielen Dank. Andere Sachen. Ich habe zu danken. Ich habe die Frage. Dankeschön. Fand ich genauso richtig. Ich komme morgen früh, ne? 10 Uhr bin ich hier. 10 Uhr. Und Sie kommen dann von dem Karolinstein. Sind Sie morgen nochmal.